Auch von mir einen schönen guten Abend. Die Lage ist etwas unklar. Wir haben technische Probleme. Arne Jung-Johann ist in den Weiten des Netzes verloren gegangen. Wir hoffen, dass er noch zu uns stoßen kann. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt schon mal anzufangen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Online-Diskussion über das Thema Regieren für die ökologische Modernisierung. Ich möchte mich entschuldigen, dass es diese technischen Probleme gab, obwohl das nicht das erste Online-Format ist, das wir machen. Aber der Teufel steckt wie so oft im Detail. Und ich befürchte, wenn man die heutigen Nachrichten richtig versteht, werden wir ja noch viel Gelegenheit haben, weiterhin Online-Formate zu üben. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich den einen unserer beiden Gäste, der oder die schon da ist, nämlich Professor Dr. Miranda Skroyos. Ich versuche den Nachnamen gut auszusprechen. Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns bei dieser Diskussion zu unterstützen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Baumann. Ich bin Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und ich werde das Gespräch heute Abend moderieren. Jetzt sehe ich auch Arne Jung-Johann. Das ist ganz wunderbar. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass wir jetzt so richtig loslegen können. Auch Arne werde ich Ihnen gleich noch etwas näher vorstellen. Regieren für die ökologische Modernisierung. Wie haltet ihr es mit dem 1,5-Grad-Ziel? Seid ihr bereit, die Forderungen der Wissenschaft zur Erreichung der Pariser Klimaziele umzusetzen? Diese Fragen werden sich alle Parteien, die zur Bundestagswahl im kommenden Jahr antreten, nicht nur, aber vermutlich besonders laut von einer zunehmend ungeduldigen und zum Teil auch empörten Fridays for Future-Bewegung stellen lassen müssen. Denn die wissenschaftsbasierten Anforderungen an eine verantwortliche Klimapolitik liegen ja auf dem Tisch. Und Ihnen gegenüber stehen, wie so oft, die Regeln und die Zwänge des politischen Handelns, die Notwendigkeit zum Kompromiss, zum Finden von Mehrheiten, eben das sprichwörtliche Bohren dicker Bretter, das Politik nun mal auszeichnet. Nicht nur in der Klimapolitik müssen die Parteien glaubhafte Antworten formulieren, wie sie mit diesem Dilemma von Notwendigkeit einer radikalen Politik einerseits und der Frage nach der politischen Umsetzbarkeit andererseits umgehen wollen. Denn auch angesichts des Artensterbens, der ausbleibenden Agrarwende, dem Verkehrskollaps, um nur ein paar Politikfelder zu nennen, verfestigt sich bei vielen der Eindruck, die Politik laufe den ökologischen Herausforderungen hinterher. Der Handlungsdruck für eine Politik der ökologischen Modernisierung ist deshalb groß und wird mit Blick auf die Bundestagswahl ganz sicher noch zunehmen. Ein knappes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wollen wir deshalb mit Ihnen diskutieren, wie eine Politik aussehen könnte, die auf Augenhöhe der ökologischen Herausforderung agiert. Dabei wollen wir beleuchten, welche Weichen bei einer Regierungsbildung gestellt werden müssen, um einen echten ökologischen Politikwechsel zu ermöglichen. Für diese Fragen haben wir zwei hervorragende Fachleute gewinnen können, worüber wir uns sehr freuen. Da ist zum einen Frau Professor Dr. Miranda Skroers vom Lehrstuhl. Sie ist die Inhaberin des Lehrstuhls für Environmental and Climate Policy an der Hochschule für Politik in München. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der internationalen und vergleichenden Klima-, Energie- und Umweltpolitik. Sie beforscht unter anderem die Energiewende in Japan und Deutschland, die Klimapolitik in Europa, den USA und Asien und setzt sich mit politischen Fragen zur Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen auseinander. 2011 wurde Frau Skroers von Kanzlerin Angela Merkel als Mitglied der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung berufen. Sie war Mitglied in dem Sachverständigenrat für Umweltfragen der deutschen Regierung und ist stellvertretende Vorsitzende des European Environment and Sustainable Development Advisory Councils. Von 2007 bis 2016 war sie Leiterin des Forschungszentrums für Umweltpolitik und Professorin für
vergleichende Politikanalyse an der Freien Universität Berlin. Nochmal herzlich willkommen, Frau Skröst. Toll, dass Sie sich die Zeit für diese Diskussion nehmen. Arne Jung-Johann ist Politikwissenschaftler, Autor und freischaffender Berater. Neben Klima- und Energiepolitik sind seine Forschungsfelder Parteien, Regierungs- und Koalitionsforschung. Er ist ein ehemaliger Kollege, worüber wir uns immer sehr freuen. Er hat mich mal für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington DC gearbeitet. Weitere Stationen seiner Tätigkeit waren unter anderem das Staatsministerium in Baden-Württemberg und der Bundestag, wo er für einen grünen Bundestagsabgeordneten tätig war. Arne Jung-Johann ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für Kulturreflexion an der Universität Witten-Herdecke und Mitglied der Grünen Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung. Für diese hat er zuletzt auch die Studie Ökologisch Regieren, eine Analyse der Regierungspraxis von Bündnis 90, die Grünen im Feld der ökologischen Modernisierung erstellt. Herzlich willkommen auch dir, Arne. Schön, dass du dabei sein kannst. Zum Ablauf. Beide Referentinnen werden jetzt jeweils einen kurzen Input geben. Dann steigen wir in die Diskussion ein. Fragen, Anmerkungen, Punkte können Sie über die Chat-Funktion einbringen. Ich werde dann versuchen, sie in die Diskussion einzuspeisen. Beginnen wollen wir mit Frau Professor Skröst und zwar mit der Frage, was sind aus Ihrer Perspektive die großen umweltpolitischen Themen und Herausforderungen, die die nächste Bundesregierung angehen sollte? Frau Skröst, Sie haben das Wort. Ja, Herr Baumer, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich arbeite immer sehr gerne mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist toll, was Sie alles organisieren. Ich möchte anfangen mit einer langen Liste von Sachen, was unbedingt in der nächsten Zeit angegriffen werden muss und noch viel stärker als bisher. Natürlich ist der Klimawandel, was Sie schon ernannt haben, ein super wichtiges Thema. Und das wird ein Thema bleiben für Dekaden. Aber wir wissen auch, dass das COP26 verschoben geworden ist auf nächstes Jahr. Das bedeutet, dass der politische Druck ein bisschen weggefallen ist und das geht nicht. Wir müssen das Paris-Abkommen verstärken. Wir wissen, dass wir sind nicht auf der richtigen Pfad für ein 1,5-Grad-Ziel. Wir müssen international steuern, um ein höheres Aktionsniveau in alle Länder zu schaffen, natürlich auch in Deutschland und Europa. Deutschland hat voll ein Klimagesetz inzwischen. Die Frage ist, ist dieses Klimagesetz ausreichend? Wir brauchen auch in Deutschland viele Änderungen. Erneuerbare Energie ist ausgebaut geworden, aber in die letzte Zeit ist der Ausbaurat ein bisschen zurückgefallen. Der Transportwende hat kaum gestartet. Wir wissen, dass wir haben in der Vergangenheit tolle Ziele gehabt, wie viele Elektroautos auf der Straße laufen sollen, und da laufen immer noch kaum elektrische Autos auf der Straße. Die Transportwende muss hoch auf die Agenda gesetzt werden. Ja, wir haben viel mehr Leute, die inzwischen auf Fahrrädern hin und her bewegen, aber immer noch viel, viel weniger als andere Länder, die Vorreiter in diesen Bereichen sind. In der Wärmesektor, der Gebäudesektor, ja, wir sehen Steigerungen in der Energieeffizienz, aber immer noch viel zu langsam für ein 1,5-Grad-Ziel. Und dies ist eigentlich ein Bereich, wo man viel Win-Wins haben könnte. Im Sinne, wenn wir viel stärker in die Energieeffizienz und die Sanierung von Gebäuden uns investieren würde, hat man viel neue Jobmöglichkeiten. Das ist auch ein Bereich, wo viel gemacht werden kann. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Bereich in der Energiewende, aber das sind andere Bereiche, die auch angegangen werden müssen. Wasserstoff ist in den letzten Zeiten ein sehr Hit-Thema geworden, ein heißes Thema. Man sieht in vielen Ländern inzwischen Forschung im Bereich Entwicklung von Wasserstoff.
Die Frage ist, wie setzt man grüne Wasserstoff auf den Markt in einer Art und Weise, dass dann auch konkurrenzfähig wird mit was manche andere Länder entwickeln, was ist eigentlich eher der braune Wasserstoff, was aus fossile Energie gemacht werden wird. Wir reden über die Notwendigkeit von Speicherkapazitäten. Die Speicherkapazitäten sind nicht ausreichend. Wenn wir die erneuerbare Energien ausbauen, müssen wir viel mehr in diesem Bereich auch tun. Und natürlich, wenn man über Energiewende und Transportwende und Gebäudesektoren redet, ist das auch eine Frage von, wie kommen wir voran mit Sektorkopplung. Wir müssen viel größer in Komplexen denken, bisher gemacht geworden ist. Der Ausstieg aus der Kohle. 2038 ist das Ziel der Bundesregierung. Das reicht nicht aus für ein 1,5 Grad Ziel. Das ist auch ein Thema, was wir angehen können. Wie können wir so schnell wie möglich aus dem Kohle steigen, weil wir wissen, dass dieses ein Bereich, der sehr verschmutzend ist und sehr schlecht für den Klimawandel. Ich arbeite im Bereich Endlagerung. Wie finden wir ein Endlager für Deutschland? Das ist auch ein Thema, was die nächste Regierung auch mitmachen muss. Und es ist bisher kaum auf die politische Agenda, obwohl das sind Entwicklungen in diesem Bereich wie ein Zwischenbericht des Bundesgesellschaft für Endlagerung, wo in 54% Deutschland jetzt als möglicher Standort gesehen wird. Die Agrarpolitik. Ja, wir haben in der letzten Zeit gesetzliche Änderungen gesehen, aber nicht ausreichend. Und wir wissen, dass obwohl der Agrarbereich super wichtig ist für die Wirtschaft und für viele Leute im Sinne, das ist deren Lebenshalte, wir brauchen Änderungen. Wir brauchen viel mehr Biowirtschaft, wir brauchen viel weniger Dünger. Und das ist wichtig für die Wasserpolitik auch. Die Liste ist lang von Themenbereichen, was bearbeitet werden müssen. Ich habe noch eine lange Liste, Biodiversitätspolitik, die Wälder in Deutschland, die aussterben. Wir wissen, dass in Deutschland in der Zukunft, bisher ist Wasser kein großes Thema gewesen, aber es wird ein großes Thema. Wir wissen auch, wir haben in der letzten Zeit Dürren gesehen. Ne? Und wo Sie mit uns angefangen haben, Herr Bauer, ist die Frage, Corona-Zeit. Was bedeutet der Gesundheitspolitik im Zusammenhang mit der Umweltpolitik? Ein super wichtiges Thema, was bisher viel zu wenig verknüpft gewesen ist. Und wir wissen, dass dieses ein Thema, was betreibt die Leute. Okay, lange Liste von Themen. Alle müssen von der Politik angegangen werden. Die Frage ist, wie machen wir das und wie schaffen wir immer noch Unterstützung von der Gesellschaft? Just Transition, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Wenn man aus dem Kohle aussteigt, wenn man erneuerbare Energie baut, ist da immer die Frage, wer hat die positive Seite von diesen Entwicklungen und wer muss den Preis davor bezahlen? Wir müssen die Leute mitnehmen. Das bedeutet, wir müssen viel stärker auf Just Transitions uns fokussieren. Und das bedeutet auch, wir müssen die Menschen einbeziehen, mitnehmen. Entscheidungen müssen viel stärker zusammen mit der Gesellschaft organisiert, nicht immer rein von top-down sozusagen. Und ich komme kurz zum Ende. Ich würde das Konzept von Just Recovery auch in den Raum werfen. Weil wir wissen, in der nächsten Zeit, alle Regierungen würden mit der Nachfolge der Corona-Pandemie zu tun haben. Wir wissen, dass finanziell wird es uns schlecht gehen und wir müssen sicherstellen, dass die Maßnahmen, was aufgenommen werden für die Unterstützung der Wirtschaft in die richtige Richtung gehen. Die müssen alle in die Richtung Green Economy, ökologische Modernisierung gehen, einfließen. Und das ist, was ich die jungen Leute auch immer sagen möchte. Das bedeutet, dass wir haben auch neue Opportunities. Da gibt es Möglichkeiten,
neue gesellschaftliche Konzepte zu entwickeln. Wir sehen einen technologischen Wandel, was heutzutage stattfindet. Eine Frage ist, wie können wir diesen technologischen Wandel auch stärker mit der Notwendigkeit für ein Just Recovery verknüpfen? Ob das in dem Bereich Digitalisierung ist, künstliche Intelligenz ist, Biogenetics und so weiter ist. Aber da müssen wir auch immer die zwei Seiten von Technologie anschauen, was man damit positiv entwickeln kann und was die große mögliche unerwartete Konsequenzen sein könnte. Für die Politik in Verstärkung von Maßnahmen, mehr Fokus auf Monitoring und Eingreifen, wenn wir sehen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Und zum Letzt der Frage, wie steuern wir auch mit ökologischer Modernisierung eine Verstärkung der Demokratie? Weil wir sehen in der letzten Zeit, dass die Demokratie auch vielleicht teilweise in Gefahr ist oder mindestens verschwächt wird. Und die Frage ist, wie können wir gleichzeitig der Demokratie, was super, super wichtig ist für ökologische Modernisierung, auch stärken. Und das bedeutet, ich glaube, teilweise unsere Themen für heute, die politischen Parteien in deren Rolle in die ökologische Modernisierung. Das war mein Eingangsstatement. Vielen Dank, Frau Oskröß, für diese beeindruckende Liste an Themen, die eine künftige Regierung abarbeiten muss. Ich fand den Hinweis auf Just Transition und auf Just Recovery ganz entscheidend. Ich glaube, wir sind tatsächlich in einer Situation, wo ganz vieles neu gedacht werden kann, wo auch viele alte Zöpfe, schwarze Null und so weiter und so fort abgeschnitten sind und wo es tatsächlich eine Möglichkeit und ein Möglichkeitsfenster gibt, dass die Politik ganz grundlegend neu handelt. Darauf werden wir auf jeden Fall in der Diskussion zurückkommen. Vielen Dank. Und jetzt würde ich das Wort an Arne übergeben. Arne hat in seiner Studie sozusagen die dicken Bretter, nämlich die politische Praxis einer Partei untersucht, nämlich Bündnis 90 Die Grünen, dort, wo sie auf Länderebene mitregiert und wo sie eben zum Teil auch zuständig war für oder zuständig ist für ökologische Modernisierung. Anne, wie sieht die Regierungspraxis von Bündnis 90 Die Grünen in den Bundesländern aus, in denen Sie mitregieren? Und vielleicht im zweiten Schritt, was können wir daraus für eine mögliche grüne Regierungsbeteiligung in der nächsten Bundesregierung extrapolieren? Du hast das Wort. Und solltest dein Mikrofon anmachen. Ja. Hallo? Bin ich? Also, der Gastgeber hat gerade meine Stummschaltung aufgehoben. Ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Einladung, Andreas, und die Einleitung. Und vielen, vielen Dank an die Teilnehmer für die Geduld. Ich entschuldige mich, dass ich verspätet reinbekommen bin. Ich werde versuchen, hinterher herauszufinden, woran das gelegen hat. Ich sehe auch einige bekannte Namen auf der Teilnehmerliste. Das freut mich sehr. Genau, ich würde gerne in die Debatte über die Umweltpolitik nun die Parteipolitik mit dazu werfen und habe ein paar Folien mitgebracht. Ich würde gerne meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das bekommen wir hin. Der Andreas Baumer hat es gerade schon angesprochen, die Studie über die Grüne Partei und wie die Grünen sich schlagen beim Regieren im Feld der ökologischen Modernisierung. Das habe ich mir in dieser Studie ökologisch Regieren rausgebracht. Und im Hinblick auf die Diskussion heute Abend habe ich dort versucht rauszutragen, welche Beobachtungen lassen sich dort machen und welche Bedeutung können die vielleicht für die Bundesebene haben. Ich habe bei der Studie
explizit sozusagen methodisch bin ich so vorgegangen, dass ich versucht habe, Belege zu finden, wo man erkennen kann, dass die Grünen, wenn sie regieren, einen Unterschied machen. Was ich nicht gemacht habe, ist eine komplette Bandbreite-Analyse der Politik und zu sagen, beim Autobahnausbau sind die Grünen schlecht und beim Ausbau der Erneuerbaren sind sie gut. Das leistet die Studie nicht, aber da können wir in der Diskussion zu kommen. Vorweg vielleicht der kurze Überblick über die Grüne Partei, warum die bei dem Thema auch relevant ist. Wir sehen hier einfach die Regierungsbeteiligung der Grünen seit dem Jahr 2005, wenn man die quasi von links nach rechts liest, diese Grafik, dann sieht man, dass 2005 bis 2007 gab es gar keine Regierungsbeteiligung der Grünen auf Landesebene und das änderte sich dann im Mai 2007 mit der rot-grünen Regierung in Bremen. Und mittlerweile, wenn Sie ganz rechts rüberschauen, haben wir in 11 Bundesländern Koalitionen, wo die Grünen mitregieren. In 8 Fällen mit der SPD, in 6 Fällen mit der CDU und in höchst verschiedenen Konstellationen und Koalitionen mit der FDP, mit der Linkspartei. Mal ist die CDU stärkste Partei, mal die SPD. Also eine sehr bunte Mischung. Und wenn man fragt, wie regieren nun diese Koalitionen im Hinblick auf die ökologische Modernisierung, da habe ich mir einen Dreierschritt ausgesucht. Woran will ich das eigentlich festmachen? Was will ich mir anschauen. Zum einen, was sagt die Politikwissenschaft über die Länder und die Umweltpolitiken in den Ländern und stellt sie Parteieneffekte fest? Wie sehen eigentlich diese Umweltministerien aus? Und wenn die Grünen in eine Regierung reinwechseln, welche Effekte hat das auf diese Ministerien? Und drittens, wie wirken die Grünen über die Landesregierung eigentlich auf die Bundesgesetzgebung ein? Gibt es dort Hinweise, ob sie eine ökologische Politik umsetzen. Diese drei Schritte will ich kurz mit Ihnen durchgehen. Das erste ist die Politikwissenschaft. Ich habe also geschaut, welche Studien liegen vor, die Landespolitiken untersuchen in dem besagten Zeitraum ab 2005 bis 2018 und welche dieser Studien machen auch Aussagen über parteipolitische Effekte. Und das ist der Versuch, diese Dutzend Studien, die ich gefunden habe, also ein Dutzend Studien, für die Politikfelder Energie, Verkehr, Umwelt, Agrar, Klima visuell abzubilden. Und je höher der Punkt auf dieser Grafik liegt, desto stärker ist der parteipolitische Effekt, den die Studie herausgefunden hat. Also zum Beispiel Energie, der oberste Punkt, markant, 2017D ist eine Studie von Professor Wurster, auch aus München, wie die Kollegin Schröers, der festgestellt hat in dieser Studie, dass die grüne Regierungspolitik oder die grüne Beteiligung in der Koalition einen deutlichen Effekt auf die erneuerbare Energienpolitik dieses Landes hatte. Ja, und so stellt man insgesamt, das kann man für verschiedene Politikfelder durchgehen, wie hier durchbuchstabiert ist, und man sieht, dass in der Tendenz eine grüne Regierungsbeteiligung zu einer ehrgeizigeren Politik der ökologischen Modernisierung führt, als bei den Koalitionen, wo die Grünen nicht regieren. Und das wird besonders sichtbar in ausgewählten Politikfeldern, nämlich besonders in der Agrarpolitik und hier beim Tierschutz, aber auch in der Klimapolitik und in der Energiepolitik, wobei Energiepolitik ein Feld ist, wo zum Teil auch regionalwirtschaftliche Interessen überwiegen. Beispielsweise, wenn ein Land Braunkohlevorkommen hat oder Gasvorkommen, dann wirkt sich das auf die Energiepolitik aus dieser Landesregierung, auch wenn die Grünen dort mitregieren. Was auch bemerkenswert ist, dass die Grünen eine Vorreiterrolle einnehmen. Und zwar etablieren sie in den Ländern, wo sie regieren, den Klimaschutz als eigenständiges Politikfeld auf der Landesebene. Das ist relativ neu. Das heißt, mit einer einzigen Ausnahme, einem Klimaplan Ende der 90er Jahre in Hamburg, sind die einzigen Länder, die Klimaschutzgesetze auf Landesebene verabschiedet haben, sind grün regierte Länder und von den Grünen initiierte Klimagesetze. Ich komme zum zweiten Punkt, das ist die Frage der Ministerien. Das hier ist eine Abbildung, welche Geschäftsbereiche die Grünen über die 11 Länder, in denen sie regieren, welche sie quasi verantworten, für welche Ministerien sie die Federführung tragen. Geschäftsbereiche deshalb, weil Geschäftsbereich und Ministerium nicht immer identisch ist. Meinetwegen die Energiepolitik liegt in manchen Ländern im Wirtschaftsministerium, während sie in anderen Ländern im Umweltministerium veranlagt ist. Und wenn man sich die Grafik anschaut, von unten nach oben, dann sieht man, dass in jeder Koalition, wo die Grünen regieren,
verantworten Sie immer das Umweltministerium, immer den Geschäftsbereich Umwelt und auch immer den Geschäftsbereich Klima. In allen 11 Fällen ist das so. Das ist auch fast in allen Fällen so für die Energiepolitik. Die einzige Ausnahme hier bei den 11 Ländern ist Brandenburg. Dort liegt die Federführung für Energie im Wirtschaftsministerium, während das grüne Umweltministerium für Klima und Umwelt zuständig ist. Das ist also der erste Aspekt. Klima, Umwelt und fast auch Energie komplett immer in grüner Hand. Und zweitens, wenn man nochmal durch die Öko-Brille draufschaut, dann sieht man, dass die Themen Agrarpolitik und die Themen Verkehrspolitik, dass die auch eine gewisse Masse haben, nämlich 8-mal Agrar und 5-mal Verkehr. Und in der Summe, wenn ich mir das Gesamt rausnehme, das Gesamtbild, dann steht es dafür, dass die Grünen, wenn sie regieren, dann setzen sie einen Schwerpunkt auf die ökologische Modernisierung. Und das kommt eben auch in der Auswahl der Ressorts zum Ausdruck. Ich bin noch einmal weiter eingestiegen in die Frage, wie sehen eigentlich diese Umweltministerien aus? Gibt es da Vergleiche, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Und das ist hier quasi eine Abbildung der Umweltministerien in den Ländern, wo die Grünen regieren, nach welchen Hauptgeschäftsbereichen die quasi strukturiert sind. Und wie man sieht, die unterscheiden sich in der Summe. Es gibt also den Typ Umwelt- und Energiewende in Ländern Baden-Württemberg, in Hamburg, Rheinland-Pfalz oder Thüringen, wo das Umweltministerium mit dem quasi noch den Geschäftsbereich Energie dazu hat. Es gibt den Typ Umwelt- und Agrarwende, der in Hessen und in Brandenburg praktiziert wird. Und es gibt ganz rechts den Typus Umwelt- und Verkehrswende, wie er in Berlin der Zuschnitt aussieht. Und darüber hinaus gibt es eine Reihe von grünen Umweltministerien, die sehr breit zugeschnitten sind, die also mindestens 3 oder im Beispiel von Bremen sogar 4 dieser Politikfelder abdecken, nämlich Landwirtschaft, Energie und Umwelt und im Bremer Fall noch Verkehr. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, rauszusuchen, wie sieht das eigentlich in den anderen Bundesländern aus, wo die Grünen nicht regieren. Und das tritt nur auf dort, wo die Grünen regieren, dass diese Ministerien so breit zugeschnitten sind. Das hat individuell unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber das kann man, also ich konnte es nur feststellen, dort, wo die Grünen sind, dass die Umweltministerien dort relativ breite Zuständigkeiten haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Sachsen-Anhalt ist ein Beispiel. Dort regieren die Grünen in der Kenia-Koalition und haben in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrungen, 2 Ministerien zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Die Grünen haben nur das Umweltministerium bekommen. Und dafür wurde das aber als Ausgleich aufgestockt durch den Geschäftsbereich Landwirtschaft, sodass quasi mit dem Eintritt der Grünen in die Regierung das Umweltressort an Zuständigkeiten hinzugewonnen hat. Die dritte Frage ist die, inwiefern eigentlich Grüne oder Koalitionen mit grüner Beteiligung auf die Bundesgesetzeinwirkung, auf die Bundesgesetzgebung in diesem breiten Themenfeld der ökologischen Modernisierung. Da gibt es mehrere Beispiele in den letzten Jahren. Ich habe hier mal ein jüngeres gewählt, das Klimapaket, was letztes Jahr, eigentlich genau vor einem Jahr im Herbst, verhandelt wurde. Und da ist der Stand in etwa so, dass die Große Koalition im September ihren Entwurf für das Klimapaket vorgestellt hat. Und an dem Tag, als es die Einigung innerhalb auf der Regierungsebene gab, das war ein Freitagnachmittag, das war der Tag, an dem Fridays for Future 1,2 Millionen Menschen auf diese Straße gebracht hat in Deutschland, die für mehr Klimaschutz protestiert haben. Es gab also sehr starke Proteste gegen dieses Klimapaket, was die Opposition als Klimapäckchen verspottet hat und was über Umweltverbände, durch die Wissenschaft hinweg bis in weite Teile der Wirtschaft sehr schlechte Noten bekommen hat. Die Grünen haben, weil das auch ein Thema war, was einen großen und langen Vorlauf hatte, dieses Klimapaket, die Grünen haben sehr frühzeitig begonnen, sich dazu zu koordinieren. Die haben eine eigene G-Koordination, nennt sich das, und sind im Frühsommer, im Juni in der Bundespressekonferenz aufgetreten von Seiten der Fraktion, der Bundestagsfraktion, der Bundespartei und den Regierungsgrünen in den Ländern durch die Personen Winfried Kretschmann, Annalena Baerbock und Toni Hofreiter und haben dort quasi ihre gemeinsame Linie vorgestellt, wie sie sich das vorstellen, wie das Klimapaket aussehen sollte. Das heißt, die Grünen, ihnen ist es gelungen, dort geschlossen aufzutreten, obwohl die einzelnen Akteure in der Partei zum Teil doch unterschiedliche Positionen und Interessen haben bei diesem Klimapaket. Sie sind sehr geschlossen aufgetreten,
haben sich mit der Frage des CO2-Preises ein Thema rausgesucht, was sie besonders prominent setzen wollten und haben dafür auch einen sehr hohen Aufwand betrieben, also über Bundesparteitage, über die Anträge im Bundestag, dass sie immer stimmig, kohärent und geschlossen aufgetreten sind. Und das führte dazu, dass die Grünen oder dass es den Grünen gelungen ist, Verbesserungen bei dem Klimapaket auszuhandeln. Es war also ein sehr umfangreiches Paket mit etlichen Gesetzesänderungen. Aber das prominente Ergebnis und was hinterher von vielen Beobachtungen als substanziell und als Erfolg für die Grünen gewertet wurde, das Ergebnis war, dass der CO2-Preis von 10 auf 25 Euro pro Tonne im ersten Jahr erhöht wird, der dann schrittweise auf 65 ansteigt. Und das ist schon bemerkenswert, weil in diesem Fall der CO2-Preis ein Einspruchsgesetz ist. Das heißt, das ist ein Gesetz, wo der Bundesrat eigentlich keinen Hebel hat, weil es nicht zustimmungspflichtig ist. Ja? Und es gab diese Einigung im Vermittlungsausschuss. Der Vermittlungsausschuss hat 32 Mitglieder, zur Hälfte vom Bundesrat, zur Hälfte vom Bundestag. Die Grünen haben darin nur zwei Mitglieder, nämlich Winfried Kretschmann für das Land Baden-Württemberg und in dem Fall Toni Hofreiter für die Bundestagsfraktion. Und sie haben trotzdem geschafft, dass in diesem Gremium quasi dieser Kompromiss gefunden wurde. Das heißt, das Klimapaket hat, glaube ich, einerseits Möglichkeiten aufgezeigt, dass die Grünen über den Bundesrat punktuell Verbesserungen erreichen können und auch dazu beitragen können, dass die Bundesgesetzgebung verbessert wird. Es hat aber auch Grenzen aufgezeigt, dieser Kompromiss, weil es für die Grünen einen extrem hohen Aufwand bedeutete, sich so zu koordinieren und abzustimmen. Es hätte, glaube ich, auch nicht so gut geklappt, wenn es nicht diesen Druck von der Straße gegeben hätte, von der Zivilgesellschaft. Und es wurde erkennbar, dass die Grünen natürlich in einer sehr reaktiven Rolle sind, als Oppositionskraft im Bund, über den Bundesrat, können sie quasi nur punktuell Verbesserungen erreichen, aber Herr des Verfahrens in diesen Fragen ist nun mal die Bundesebene und die Bundesregierung. Und ich glaube, das war für die Grünen auch nochmal eine Mahnung und Erinnerung, dass es sehr wichtig wäre, auf der Bundesebene zu regieren, wenn man in diesen Fragen entscheidende Weichen stellen will. Im Fazit komme ich zu dem Schluss, dass wenn die Grünen regieren, dann setzen sie einen Schwerpunkt auf die ökologische Modernisierung. Regierungen, an denen Grüne beteiligt sind, betreiben in der Regel eine ehrgeizigere Politik der ökologischen Modernisierung als solche Regierungen, wo die Grünen nicht dabei sind. Das ist sehr offensichtlich. Über diesen langen Zeitverlauf und über diese hohe Anzahl an Regierungsbeteiligung stärken die Grünen auch den Umweltschutz und die ökologische Modernisierung institutionell. Das heißt, sie schaffen durch neue Ressortzuschnitte, setzen sie andere Akzente, es werden neue Referate aufgebaut zu Themen, die vor 10 Jahren noch nicht relevant waren. Es wird neues Personal in die Verwaltung reingeholt, Behördenleitungen wechseln und Ministerien setzen neue Schwerpunkte. Das heißt, das sind auch langfristige Effekte, die bleiben werden, wenn diese Koalition dann auch irgendwann mal zu Ende geht. Und drittens ist erkennbar, dass die Grünen über den Bundesrat auch bundespolitische Impulse setzen. Der CO2-Preis war jetzt das eine Beispiel im Klimapaket, was ich erwähnt habe. Aber das kann man auch beobachten bei EEG-Reformen, also den Reformen zu erneuerbaren Energiengesetzen. Der Endlagersuche, da hat Baden-Württemberg eine sehr wichtige Rolle gespielt vor einigen Jahren zum Anstoß für dieses neue Verfahren. Oder ein aktuelles Verfahren, was sehr spannend zu beobachten ist, ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die gerade im Bundesrat hängt und sehr stark im parteipolitischen Wettbewerb quasi sehr intensive Auseinandersetzungen darüber stattfinden. Zu der Frage, was das nun für die Bundesebene bedeutet, da kommen wir vielleicht in der Diskussion noch darauf zu sprechen. Den Impuls, den ich dafür setzen möchte, ist, dass ich glaube, dass der Parteienwettbewerb in ökologischen Fragen zunehmen wird. Das Thema Atomausstieg hat diese Republik ja jahrzehntelang beschäftigt und der Atomausstieg wird aber auch in weniger als 2 Jahren umgesetzt sein. Und das Thema ist quasi politisch weitgehend durch, auch wenn die Frage der Endlagerung natürlich nochmal eine ganz andere ist und eine ganz andere Größenordnung und Dimension hat. Aber ich glaube, der parteienpolitische intensive Konflikt über die Atomfrage, der ist erledigt, genauso wie der Politikwechsel für die Energiewende eingeleitet ist. Da geht es darum, das zu beschleunigen. Aber die Frage, wie viele Autos in unseren Städten fahren, wie der Verkehr
organisiert wird, wie schnell elektrifiziert wird, das sind Fragen, die sind höchststrittig. Und da hat dieser Politikwechsel, den wir bei der Energiewende sehen, der hat bei der Verkehrswende, und das hat die Miranda Schröß ja angedeutet, noch gar nicht richtig begonnen. Und das ist quasi auch die große Herausforderung für die nächste Legislatur. Das war mein Input und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank, Arne. Das waren wichtige Punkte mit Blick auf das, was die nächste Bundesregierung so vor sich hat, auf die Rolle, die Grünen da eventuell spielen werden. Bevor wir darauf zurückkommen, würde ich vielleicht doch nochmal mit einer Frage an Frau Skröers beginnen wollen und gleichzeitig unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer auch auffordern, die Chat-Funktion zu nutzen und dort Fragen oder Punkte reinzuschreiben. Frau Skröers, Sie sind Wissenschaftlerin haben sozusagen aufgezählt, welche Maßnahmen der jetzigen Bundesregierung ungenügend sind, wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen möchte, das Klimaabkommen von Paris sozusagen umsetzen möchte. Also der Weg ist sozusagen klar, nur will ihn momentan keiner so richtig beschreiten. Was muss denn da bis zur nächsten Bundestagswahl noch passieren, dass sich daran etwas ändert, dass sozusagen von vornherein klar ist, egal welche Koalition regieren wird, dass sich da substanziell was verändern muss? Ja, ich glaube, wir hatten zwei große Fragen. Eine ist, sind die Ziele ausreichend in alle Sektoren, wo die eingerichtet sind? Und sind wir bereit für die Implementierung? Das ist nicht nur eine Frage von Ziele setzen, es ist auch eine Frage, wie setzt man die um? Und wenn wir den Bereich Transport aufnehmen, das ist tatsächlich ein Bereich, wo wir in der Vergangenheit auch oft mal Ziele gehabt haben. Da sollte bis zum 2020 1 Million Elektroautos auf den Straßen Deutschlands sein. Und inzwischen, ich glaube, wir sind eher Richtung minder als 100.000. Das ist weit entfernt von der Ziel. Der Ziel ist verschoben geworden auf 2022. Aber ob das dann bis dahin umgesetzt wird, ist eine weitere große Frage. Und ob das ausreichend ist, ist noch eine dritte große Frage. Ich würde sagen, es ist nicht ausreichend. Wir wissen, dass in der Transportsektor wir ganz viele Emissionen haben. Ungefähr ein Drittel der CO2-Ausstoß in Deutschland ist der Verkehrssektor für zuständig. Das ist ein Bereich, wo wir unbedingt angehen müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig eigentlich für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschland, weil wir sehen, dass andere Länder bauen rapid aus in diesem Bereich. Es ist auch wichtig, dass für ein Land, die so abhängig ist auf eine Autoindustrie, dass diese Autoindustrie sich auch sieht, dass ein Wandel ist jetzt nötig. Ich glaube, das sind Bewegungen, aber die Bewegungen sind immer noch sehr, sehr langsam. Ja, das ist ein Bereich, wo ich glaube, Druck gebraucht ist. Und ich glaube, für Anne Johannes ist interessant zu sehen, dass in den Ministerien, was sie vorgestellt haben, dass man sieht kaum die Grünen in Transportministerien. Und das ist vielleicht, sie haben wohl ein, zwei Ausnahmen gezeigt, aber wir wissen, dass das ist ein Bereich, wo die Grünen bis jetzt nicht besonders stark gewesen sind. Das wird ein interessantes Thema sein. Und auch in der Gebäudesektor. Gebäudesektor ist eigentlich die Konstruktionsindustrie. Und da haben wir auch sehr, sehr starke wirtschaftliche Interesse. Und auch Industrien, die sind energieintensiv, die Stahlindustrie oder ich komme nicht auf das Wort, das Concrete Industrie, ne? Die sind auch Bereiche, wo man wirklich Änderungen braucht und die sind auch Bereiche, wo man bisher sagen wir mal, keine politische Parteien in Ministerien hat oder kaum, wo
wirklich grüne Interessen stark gewesen sind. Dass dies sind Bereiche, wo ich glaube, was bewegt werden kann. Arne, aus deinem Blick auf die Regierungspraxis, was würdest du da noch anfügen wollen? Also die Grünen haben ja mittlerweile 5 Verkehrsministerien auf der Landesebene, wenn ich das richtig sehe. Insofern ist das schon eine gewisse kritische Masse und das macht sich auch im Bundesrat oder in der Bundesgesetzgebung tatsächlich bemerkbar. Für die Bundesebene ist, glaube ich, ein Aspekt dieser Tage sehr spannend, auch für die Taz-Leser von heute. Und was ich sehe, was der Kai Schächtele schon im Chat angesprochen hatten, und zwar die Frage nach den Klimalisten, die gerade entstehen, die also auch hier in Baden-Württemberg antreten für die nächste Landtagswahl. Und der Kai Schächtele skizziert tatsächlich auch das Spannungsfeld in der Fragestellung. Also sind die aus unserer Sicht hilfreich für die ökologische Modernisierung oder schaden sie, weil sie vielleicht sogar Mehrheiten im progressiven Lager verhindern? Und das ist genau das Spannungsfeld, was sich noch zeigen wird. Ich kann da keine endgültige Antwort geben, Kai. Ich glaube, insgesamt Wettbewerb ist gut und dass diese Klimalisten entstehen, ist ein gutes Zeichen aus der Zivilgesellschaft, dass mehr Druck gemacht wird und eine größere Erwartung an die Politik gestellt wird, dass endlich auf Augenhöhe diese Herausforderung gehandelt wird, dass mit dem Klimaschutz oder mit der Klimapolitik ernst gemacht wird. Und ich halte es auch für nicht nur für legitim, sondern für sinnvoll, dass die Grünen in der Regierung kritisiert werden, dass sie nicht noch mehr machen oder nicht genug machen oder dass sie Kompromisse eingehen. Das ist kein leichtes Geschäft, aber das ist natürlich, das müssen die Grünen aushalten, diese Kritik, genau wie die Kritik jetzt bei dem Autobahnbau der A49 in Hessen. Aber die Frage ist natürlich, wie kann es gelingen, dass wir stärkere Mehrheiten für einen ehrgeizigen Klimaschutz in den Parlamenten haben? Ja, und nur mal angenommen, die Klimalisten ziehen tatsächlich in die Parlamente ein, was ja noch sehr offen ist, aber angenommen, sie treten ein, dann glaube ich, würde das nicht so viel ändern, weil sie wahrscheinlich Stimmen aus dem grünen Lager abziehen und trotzdem zusammen mit den Grünen wahrscheinlich neue Partner in den Parlamenten finden müssen. Und dabei ist aber trotzdem noch die Gefahr, dass natürlich die Klimaliste aus dem Stand über 5% kommt auf der Landesebene oder gar der Bundesebene. Das ist, glaube ich, wäre eine sehr optimistische Prognose. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich halte das erstmal aus heutiger Sicht noch für nicht realistisch. Und dann wäre das natürlich eine verschenkte Stimme für den Klimaschutz. Und deshalb wäre aus meiner Sicht auch Richtung Zivilgesellschaft, was ich für absolut wichtig halte, ist, dass wir insgesamt eine stärkere Ökologisierung der Parlamente hinbekommen. Ja, die Grünen liegen jetzt bei ungefähr 20% und sind auf einem hohen Niveau, aber die werden nicht alleine für einen ehrgeizigen Klimaschutz sorgen. Es wird nicht gelingen, Deutschland oder sagen wir mal so weitreichende Entscheidungen zu treffen, wie es für die Herausforderungen erforderlich ist, ohne dass die anderen Parteien da nicht mitmachen. Und sowohl in der Union wie in der SPD finden gerade die Debatten statt, wie sie zu dieser Frage von Klimaschutz und ökologischer Modernisierung, wie sie sich da selber programmatisch aufstellen, weil inzwischen die auch merken, dass es ihnen schadet, das Thema so lange den Grünen überlassen zu haben. In dem F und A-Chat kam noch eine Frage an Miranda rein. Ich haben Sie sie gelesen? Ich lese sie mal vor. Reicht Just Transition aus in einer Zeit wachsender ökonomischer und vor allem auch kultureller Polarisierung? Stichwort Querdenker, Windkraftgegner, Traktorendemos. Ja, gute Frage. Just Transition ist ein tolles Wort, wie viele andere Worte, was wir in der akademischen Welt nutzen. Die Frage ist, was bedeutet das dann tatsächlich? Und ich habe auch das Thema, was bedeutet eine Änderung in der Raum von Just Transition erwähnt, weil wir sehen in mehreren Bereichen tatsächlich, Opposition zu die Zielen der Klimabereich oder in Biodiversitätsbereich, weil das stoßt gegen wirtschaftliche Interesse von heutzutage.
Und ich glaube, wir haben bisher nicht genügend getan, um tatsächlich darüber nachzudenken, was bedeutet denn Just Transition und wie schafft man das? Das bedeutet, dass in Sektoren, die sich groß und schnell ändern müssen, wie helfen wir die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, neue Möglichkeiten zu finden? Das auch, ich habe vorher nur so schnell erwähnt, wir haben Digitalisierung, künstliche Intelligenz und das bietet auch Chancen an. Aber wir wissen, dass ein 50-jähriger Bauer nicht so schnell sich zum künstlichen Intelligent-Expert werden wird. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, zum, wie können wir Konzepten von nächste Generation von Technologien und Jobs entwickeln in einer Art und Weise, dass wir auch Schulungen in diesem Bereich schaffen für die Generation, die schon in ein oder die andere Wirtschaftsbereich tätig ist. Ich vermute, dass die Kompromisse, wovon Anna Jung-Johann gesprochen hat, ist auch teilweise, warum der Ausstieg aus dem Kohlesektor 2038 geworden ist und nicht 2035 oder 2030, weil man möchte die Leute Zeit geben, nur diese Änderungen zu machen. Die Frage, was die Klimalist stellen würde, ist wahrscheinlich, haben wir diese Zeit? Können wir das aus ökologischen Gründen erlauben? Und das ist tatsächlich so ein Spannungsfeld. Wir wissen eigentlich nicht gut, wie wir damit umgehen. Auf der einen Seite sollen wir eigentlich ab morgen alle verzichten, überhaupt in ein Auto einzusteigen oder in ein Flugzeug oder in eine Bahn, weil alle benutzen Energie. Aber wir wissen, das wird nicht passieren. Die Frage ist, wie können wir eine Änderung machen, schnell, aber auch in einer Art und Weise, die die Gesellschaft mitnimmt. Und um Anne Jung-Johann hier mit zu anzusprechen, ich glaube, diese Frage ist tatsächlich eine wichtige. Was bedeutet das für die Grüne Partei oder die Klimaliste, wenn die in eine Regierung kommen und müssen dann Kompromisse machen? Und das ist etwas, was ich glaube, man kann sagen, wenn man in eine Großkoalition einsteigt, wie die SPD getan hat, wenn man international zuschaut, sieht man sehr oft, ist es der Fall, dass der kleinere der zwei Parteien hat im Langfrist ein sehr schlechtes Outcome, weil die verlieren ihre independent Sichtweise, ihre Image. Und ich glaube, für den Klimabereich oder für andere Umweltbereiche ist es wohl spannend nachzudenken, was bedeutet das für eine grüne Partei, wenn es in eine Koalition einsteigt und dann mit wem, mit welcher Partei und besonders, wenn das dann auf die Bundesebene ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Frage des Beziehungsgeflechts, die du gerade angesprochen hast, Miranda. Also sowohl innerhalb der Koalition, der Koalitionspartner, als auch in dem Fall jetzt der Grünen zu der Zivilgesellschaft. Da ist eigentlich die Frage, wenn man sich die 20 Jahre zurückgeht in der Zeit und an die rot-grüne Koalition denkt, von 1998 bis 2005, am Atomausstieg umgesetzt, die Ökosteuer. Und wenn man sich da zurückversetzt, und dann gibt es dieses wunderbare Buch von dem Joachim Raschke, das heißt, so kann man nicht regieren, was ein SPD-Zitat ist aus der damaligen Zeit, aber über die Grünen und der Raschken, renommierter Parteienforscher, sagt, das trifft auch zu. Es war alles sehr chaotisch. Und es war aber eine Zeit, wo die Umweltverbände bitter enttäuscht waren von dem, was die Grünen in der Regierung umgesetzt haben. Und die Grünen, ich habe selber damals auch in der Fraktion gearbeitet zum Thema Ökosteuer. Die Ökosteuer war total unter Beschuss, viele Ausnahmen drin, viel zu niedrig, das Geld floss in die Rente, der Atomausstieg kam zu langsam. Das heißt, da haben sich auch Teile der Zivilgesellschaft abgewendet und gesagt, das ist nicht das, was wir wollen. Das heißt, die Grünen, aber auch die Umweltpolitik, der Stellenwert der Umweltpolitik hat in der Zeit an Rückhalt verloren. Ja, das hat es für das Thema in den Jahren danach sehr viel schwieriger gemacht und es hat es tatsächlich auch parteiintern innerhalb der Grünen für die Umweltpolitiker schwerer gemacht. Umwelt war kein Gewinnerthema mehr. Umwelt war ein Thema,
wo die Grünen vorgeführt wurden, dass sie es nicht bringen, dass sie keine Ergebnisse liefern. Ja, und das war ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, was sich so nicht wiederholen sollte, sage ich mal. Und ich glaube, dass die Grünen einerseits jetzt durch diese langen und vielen Regierungsbeteiligungen tatsächlich ein sehr professionelles Politikhandwerk an den Tag bringen, das würde ihnen auch nützen in der möglichen Koalition auf Bundesebene. Aber die Beziehung und das Wechselspiel zur Zivilgesellschaft und zu diesen hohen Erwartungen, da liegt eine große Gefahr drin, dass genau dieser Effekt wieder eintritt, dass Enttäuschung in mangelnden politischen Rückhalt mündet. Also ich will jetzt nicht eine Lanze dafür brechen, dass die Zivilgesellschaft immer hinter den Grünen stehen muss, egal was sie machen müssen. Aber man muss sich natürlich sehr genau überlegen, wie kann man es schaffen, dass das Thema als solches weiter vorankommt, auch wenn es nicht immer glatt laufen wird, auch wenn es nicht immer so wird, wie man sich das vorstellt. Insofern aber da würde ich doch mal gerne einhaken, Arne, weil ich sehe da schon einen grundlegenden Unterschied zu der Situation von vor 20 Jahren. Du hast gesagt, die Zivilgesellschaft hat sich damals abgewendet, die Bedeutung von Umweltpolitik ist zurückgegangen, es war kein Gewinnerthema mehr. Jetzt ist es ja ganz anders. Es ist ein totales Gewinnerthema, noch nie wurde so breit und auch so radikal über Umweltpolitik diskutiert wie jetzt. Wir haben Fridays for Future und noch radikalere Bewegungen, die auf Massenbasis operieren. Es ist also ein Gewinnerthema, nur ist es offensichtlich so, dass Teile dieser Bewegung die Grünen nicht mehr mit diesem Thema assoziieren. Also was immer funktioniert hat, die absolute Kompetenzzuschreibung, die Grünen sind die Partei mit der höchsten Kompetenz in diesem Politikfeld, die nimmt ab. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie das was das für in den nächsten Monaten bedeutet und wie die Grünen darauf klug reagieren können. Ja, beim Eintritt auf Regierungsebene in eine Koalition ändert sich auch die Rolle der Grünen natürlich. In den letzten Jahren haben die quasi als Partei eine gewisse Doppelrolle übernommen. Einerseits waren die Grünen die Oppositionsstimme, die die Defizite der Großen Koalition sichtbar gemacht hat, beim Klimapaket, bei erneuerbaren Energiengesetze. Und die Länder wiederum haben über den Bundesrat moderate Verbesserungen erreicht und demonstriert, dass sie gut regieren können und dass sie Sachen voranbringen können. Diese Doppelrolle wird dann nicht mehr funktionieren. Die hat auch nicht immer ganz geklappt, aber im Großen und Ganzen gut. Das ist auch auf die Frage auf Christian Hay ein Stück weit die Antwort. Aber ich glaube, sollten die Grünen in eine Bundesregierung eintreten, dann sind plötzlich sie diejenigen, die den Vorschlag machen für den vorgezogenen Kohleausstieg oder für ein Klimagesetz oder ein neues EEG und müssen dann versuchen, eine Mehrheit im Bundesrat zu organisieren. Und dann werden plötzlich auch Differenzen sichtbar zu Ländern, wo die Grünen mitregieren, wo sie aber zum Teil diese Positionen nicht durchbekommen. Ja, das heißt, das wird für die Grünen auch sehr viel schwerer, diesen Prozess politisch zu organisieren, weil sie plötzlich vorne im Maschinenraum sitzen, am Steuerrad und verantwortlich gemacht werden für das, was passiert. Das ist ja auch die große Chance. Aber diese Rollenveränderung wird dazu führen, dass sie natürlich auch kritisiert werden, wenn sie am Kabinettstisch Kompromisse schließen, die sich nicht am 1,5-Grad-Ziel orientieren. Ja, eine spannende Diskussion, die man sicher noch vertiefen könnte, aber wir haben noch andere Fragen im Chat und sind auch schon ziemlich weit in der Zeit vorgeschritten. Sie können das hier alle selbst mitlesen, die Frage von Gregor, die letztendlich auf den Punkt hinausläuft, ist die Klimakrise im Rahmen des bestehenden Wirtschaftssystems überhaupt zu lösen? Oder bräuchte es nicht völlig andere Ansätze, die eben nicht auf einem grünen Wachstumsmodell beruhen? Was grundsätzlich ist zum Schluss, wie stehen Sie dazu, Frau Skroyos? Ja, es ist ein super wichtiges Thema. Die ökologische Modernisierung ist ein Konzept, die aus den 80er Jahren in der Politikwissenschaft gekommen ist. Und ich glaube, es war ein ziemlich hilfreiches Konzept im Sinne, es hat geholfen zu sehen, dass da gibt auch Möglichkeiten, in die Wirtschaft viel grüne Technologie und Industrie zu machen. Aber es ist auch kritisiert gewesen, dass es vielleicht zu stark fokussiert auf die alte Modelle von neoliberalen Kapitalismus. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage.
Ich bin eher der Meinung, dass wir würden es nicht schaffen ohne weitere Wachstum, weil wir haben ein Bevölkerungswachstum global. Und wenn wir kein Wachstum haben würden, würden wir noch viel größere Armutsprobleme in der Welt und so weiteres haben. Aber ich glaube, dass das jetzige neoliberale Wirtschaftsmodell ist sehr, sehr problematisch. Ein Modell, wo wir auch in Deutschland einen steigenden Unterschied zwischen Habenden und Nichthabenden haben, wo man wirklich fragen kann, wer ist zuständig für die Klimaproblematik. Ich glaube, es ist tatsächlich der Fall, dass es ein ziemlich kleiner Anteil der Weltbevölkerung und auch in Deutschland ein ziemlich kleiner Anteil von Menschen, die zuständig sind für den größten Ausstoß von CO2 und andere Treibhausgassen sind. Aus meiner Sicht brauchen wir ein neues Verteilungsmodell. Wir müssen anders steuern, als wir jetzt steuern. Und wir müssen viel stärker Fokus auf Diensten, die auch einen Beitrag in die Gesellschaft bringen. Na, warum ist die Ausbildung nicht stärker bewertet, als es ist? Oder der Gesundheit als ein Bereich. Nun, es sind viele Bereiche, die sind nicht fokussiert auf Wachstum, was Konsumerwachstum ist, aber ein Wachstum, das ist eigentlich, was für die Menschheit wichtig ist. Nun, es ist was ist am Ende am wichtigsten für uns alle? Das sind Familie, Gesundheit, Ausbildung und so weiteres. Und aus meiner Sicht, da ist, wo wir viel stärker in investieren müssen und viel weniger in rein konsumorientierte Wachstum. Arne, die Frage ging an euch beide. Ja, also ich will ja der Frage gar nicht ausweichen, aber ganz konkret spreche ich von der ökologischen Modernisierung in dem Fall, weil mir, als ich damit begonnen habe, diese Politikfelder zu erfassen, aufgefallen ist, dass die Politikwissenschaftler sehr ungenau terminologisch arbeitet, dass mal von Umweltpolitik gesprochen wird und da zählen manche Naturschutz dazu, aber auch Energiepolitik. Also es gibt gewisse Ungenauigkeiten und die Begrifflichkeit ökologische Modernisierung habe ich quasi als Überbegriff verwendet für die verschiedenen Politikfelder, die eine ökologische Relevanz erzeugen. Die historische Dimension, die Miranda angedeutet hat, die fehlt mir. Insofern habe ich das vielleicht nicht ganz, ganz umfassend eingeordnet. Okay, wir sind leider schon über unsere Zeit. Wir haben es ja auch ein bisschen später angefangen, aber es ist fast 20 vor 8. Wir sollten also zum Ende kommen. Es ist klar, dass so eine Diskussion nie zu Ende sein kann und auch nie zu Ende sein soll. Ich nehme vieles mit, möchte mich nochmal bei Ihnen beiden bedanken für den guten Input und für die spannende Diskussion, bei allen Teilnehmerinnen für die Fragen im Chat, auch wenn nicht alle leider berücksichtigt werden konnten. Besonders ist mir im Gedächtnis geblieben, Frau Skröers, was Sie sagten über den Moment der Corona-Krise und die Möglichkeit, dass daraus ja auch was wirklich Neues entstehen kann in der Umwelt- und Klimapolitik, dass es neue Möglichkeiten gibt und dass da vielleicht auch was Positives auf den Weg gebracht werden kann. Das ist vielleicht an einem Abend wie heute mit den drückenden Nachrichten auf allen Kanälen gar nicht schlecht, sowas Zukunftsweisendes zu haben. Die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg wird an der Debatte dranbleiben. Vielleicht haben wir auch nochmal in dieser Runde Gelegenheit, in ein paar Monaten eine Zwischenbilanz zu ziehen mit Blick auf die Bundestagswahlen. Das fände ich sehr interessant. Nochmals vielen Dank und allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Ja.